Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause am Fernsehbildschirm, herzlich willkommen zu diesem Wortgottesdienst hier in der Kirche Unsere liebe Frau in Fürth, den wir gemeinsam beginnen im Zeichen unseres Glaubens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus ist in unserer Mitte und er selbst lädt uns zu dieser gemeinschaftlichen Feier ein. November. Nach den letzten goldenen Herbsttagen wird es jetzt allmählich so richtig ungemütlich, nass und kalt und trübe. In dieser dunkler werdenden Jahreszeit zünden wir uns gerne Kerzen oder andere Lichter an, so wie ich es auch hier heute für diesen Gottesdienst getan habe. Ihr warmes, flackerndes Licht tut uns gut und hält gerade jetzt, wo draußen alles erstarrt, in uns das Vertrauen an die ungebrochene Kraft des Lebens wach. Auf die Erfahrungswelt des Lichts greifen wir gerne auch in Redewendungen zurück. So sagen wir, wenn uns etwas ganz erfüllt und begeistert, dass wir Feuer und Flamme für diese Sache sind, ja, dass wir geradezu dafür brennen. Es ist toll, wenn man etwas hat, worin man so sehr aufgeht, und ich glaube, Ihnen allen fällt dazu das eine oder andere ein. Wofür wir brennen, das hat Vorrang vor vielem anderen in unserem Leben. Dafür setzen wir uns ein, mit Zeit, vielleicht auch Geld, vor allem aber mit Herzblut. Gleichzeitig hat Feuer aber auch etwas Verzehrendes. Wer für etwas brennt, ist leicht in der Gefahr, dass er ausbrennt. Daher nennen wir den Zustand, wenn jemand sich bis zur totalen Erschöpfung aufreibt, Burnout, ausgebrannt sein. So wunderbar also, wie Begeisterung für etwas ist, so wichtig ist es auch, dass wir unsere Kräfte realistisch einschätzen und uns selbst nicht aus dem Blick verlieren. Schauen wir zu Beginn unseres Gottesdienstes darum einmal ganz bewusst in uns hinein. Was ist mir wichtig in meinem Leben? Wofür engagiere ich mich? Wofür brenne ich? Und achte ich dabei auch genug auf mich selbst? Herr, wir haben die Gabe, uns für etwas zu begeistern. Dabei verlieren wir manchmal das Gespür für das, was machbar und angemessen ist. Und dann überfordern wir uns und andere. Wir setzen uns gerne für andere Menschen oder eine gute Sache ein. Manchmal aber versäumen wir, auch gut für uns selbst zu sorgen. Christus.
Wir sollen und dürfen diese Welt in einer guten Weise gestalten. Dabei vergessen wir manchmal, dass nicht alles allein von uns abhängt und wir trauen Gott zu wenig zu. Der gute Gott, der uns mit so vielen Fähigkeiten beschenkt hat, er nimmt uns an mit all unseren Schwächen und schenkt uns seine Nachsicht und Liebe. Darauf dürfen wir vertrauen durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. So lasst uns beten. Du, unser Gott, wir sind heute zusammengekommen, um uns stärken zu lassen von dir. Mach uns bereit für das, was du uns sagen willst, durch die Botschaft deines Sohnes Jesus Christus, in dessen Nachfolge du uns gerufen hast, jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen. Ja, wir sind in unserem Leben unablässig vor die Aufgabe gestellt, die richtige Balance zu finden. Und immer wieder müssen wir entscheiden, welches Verhalten in der einen oder anderen Situation das Richtige und Angemessene ist. Das ist zuweilen eine echte Herausforderung und Kunst. In der Bibel wird diese Kunst Weisheit genannt. Weisheit ist mehr als Intelligenz, Belesenheit oder Wissen. Weisheit hat mit der Fähigkeit zu tun, viele Aspekte einer Sache zu berücksichtigen und mit Abstand, Augenmaß und Wohlwollen zu betrachten. Der Glaube kann uns helfen, Weisheit in diesem Sinne zu erlangen. Denn wer glaubt, ist sich angesichts der so viel größeren Wirklichkeit Gottes der eigenen Begrenztheit bewusst und kann im Vertrauen auf Gott vieles gelassener sehen. Uns um Weisheit zu bemühen, dazu lädt die Lesung des heutigen Tages ein. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Strahlend und unvergänglich ist die Weisheit. Wer sie liebt, erblickt sie schnell. Und wer sie sucht, findet sie. Denen, die nach ihr verlangen, kommt sie zuvor und gibt sich zu erkennen. Wer sie am frühen Morgen sucht, braucht keine Mühe. Er findet sie vor seiner Türe sitzen. Über sie nachzusinnen ist vollkommene Klugheit. Wer ihretwegen wacht, wird schnell von Sorge frei. Sie geht selbst umher, um die zu suchen, die ihrer würdig sind. Freundlich erscheint sie ihnen auf allen Wegen und kommt ihnen entgegen bei jedem Gedanken. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zu einem weisen Verhalten will uns auch das heutige Evangelium einladen. Es ist ein Gleichnis, das der Evangelist Matthäus im Blick auf seine Gemeinde formuliert hat. Im Hintergrund steht der damalige Hochzeitsbrauch der Heimführung der Braut. Etwa ein Jahr nach dem rechtskräftigen Akt der Eheschließung holte der Bräutigam die Braut von ihrem Elternhaus ab, um sie in einem festlichen Zug mit Musik und Tanz in sein eigenes Haus zu bringen.
Dort fand dann die Hochzeitsfeier statt, die bis zu 7 Tage lang dauern konnte. In unserer Geschichte erleben wir, wie 10 Jungfrauen mit ihren Fackeln oder Öllampen am Haus des Bräutigams auf das Eintreffen des Hochzeitszuges warten. Aber hören Sie selbst. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es nicht für uns und für euch. Geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete ihnen und sprach: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ein Hochzeitsfest zu nächtlicher Stunde, 10 wartende Frauen mit Lampen in den Händen, Dunkelheit und flackerndes Licht. Ganz ohne Mühe nimmt uns dieses Gleichnis mit in seine Bilderwelt und lässt vor unserem inneren Auge geradezu einen kleinen Film ablaufen. Noch viel mehr fühlten sich wahrscheinlich die Zuhörer und Zuhörerinnen des Matthäus damals mit hineingenommen in das Geschehen. Glich doch ihre Situation derjenigen in der Geschichte. Auch sie warten. Und zwar darauf, dass der Auferstandene wiederkommt, um endlich die Herrschaft Gottes aufzurichten. Aber die Wartezeit zieht sich in die Länge. Allmählich wird man des Wartens müde, die Spannung lässt nach, die Begeisterung nimmt ab. Und es ergeht ihnen wie den Jungfrauen, die in der Wartezeit schließlich einschlafen. Fast 2000 Jahre später rechnen wir nicht mehr mit dem baldigen Ende der Welt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Herrschaft Gottes nicht so gekommen ist, wie erwartet, dass der Lauf der Weltgeschichte nach Jesus weitergegangen ist. Wir glauben, dass Gott schon im Hier und Jetzt damit angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten und dass wir dabei mitwirken sollen. Doch auch in dieser unserer Situation kann es vorkommen, dass wir in unserem Glauben, in unserer Tatkraft zuweilen müde werden. Vielleicht haben wir uns einmal aufgemacht, um zu leuchten und zu strahlen, um unseren Glauben zu leben, um die Welt zu verändern und zu einem besseren Ort zu machen. Aber dann ist der Alltag dazwischen gekommen. Manche Krisen in unserem Leben haben uns gebeutelt und geschüttelt. Wir müssen immer wieder erleben, wie liebe Menschen an unserer Seite krank werden und leiden und sterben. Wir sehen, was alles schiefläuft in der Welt. Die großen Probleme, vor die sich die Menschheit gestellt sieht, himmelschreiende soziale Ungerechtigkeiten, die Klimakatastrophe, Kriege in so vielen Ländern. Da kann man mit der Zeit schon mürbe werden. Und die Flamme der ursprünglichen Begeisterung, der eigenen Glaubensstärke und Tatkraft wird schwächer, ganz unmerklich
und hört irgendwann auf zu lodern und zu brennen. Es muss nicht immer ein dramatischer Burnout sein, der uns ereilt. Es kann auch einfach ein stiller Zweifel, ein Erlahmen sein. Solche Phasen gehören wohl zum Leben dazu. Schließlich sind wir keine Supermänner und Superfrauen. Mir gefällt an unserem Gleichnis, dass ein solches Ermüden tatsächlich sein darf. Es ist nicht so wie viele andere Texte, in denen dazu aufgerufen wird, unablässig wachsam, aufmerksam und bereit zu sein. Nein, die Jungfrauen werden müde und schlafen ein, weil sich die Wartezeit in die Länge zieht. Und das ist völlig in Ordnung so. Deswegen werden sie nicht vom endlich eintreffenden Bräutigam gescholten. Worauf es ankommt, ist ein ganz anderer Punkt, nämlich ob die Jungfrauen sich im Vorfeld mit einer ausreichenden Menge Öl versorgt haben, um ihre Lampen oder Fackeln nach ihrem Nickerchen anzünden zu können. Und da zeigen sich Unterschiede. Die einen waren töricht und hatten kein Öl mitgebracht, die anderen aber waren klug und hatten vorgesorgt. Und dementsprechend können auch nur sie am Ende ihre Fackeln entzünden. Es kommt also auf die richtige Ausstattung, eine weitblickende Vorsorge an. Natürlich liegt auf der Hand, dass wir darin den 5 klugen Jungfrauen nacheifern sollen. Doch wie kann eine solche kluge Vorsorge für uns aussehen, damit wir unweigerlich kommende Phasen der Ermüdung unbeschadet überstehen? Vielleicht, indem wir bei Zeiten so etwas wie Vorräte für den Glauben anlegen, aus denen wir schöpfen können. Im Prinzip kann das alles sein, was uns in unserem persönlichen Glauben nährt und stärkt und Energie gibt. Oft können uns schon die kleinen Dinge des Alltags vor Augen führen, dass Gott es gut mit uns meint. Eine duftende Tasse Kaffee am Morgen, eine spätblühende Rose im Vorgarten, ein atemberaubendes Lichtspiel am Abendhimmel und überhaupt die Tatsache, dass wir fühlen, denken, atmen, leben. Wir müssen nur achtsam genug sein und bereit, all das als Geschenke Gottes an uns zu würdigen. Für eine lebendige Beziehung zu Gott kann es auch hilfreich sein, eine Kultur des Gebets einzuüben, auf die wir dann zurückgreifen können, wenn das Glauben einmal schwerfällt. Dazu gehört genauso, dass wir uns gegenseitig in der gemeinschaftlichen Feier des Gottesdienstes bestärken und uns die gute Botschaft zusagen lassen. Schließlich kommt es auch darauf an, dass wir unsere Beziehungen und Freundschaften pflegen und etwas für das Miteinander tun. Denn wo Menschen füreinander da sind, da wird immer auch die Liebe Gottes greifbar und spürbar. Aus all solchen kleinen Bausteinen können wir uns tatsächlich einen tragfähigen Grundstock an Glaubensressourcen zulegen. Uns wirklich und ehrlich darum zu kümmern, das liegt allein in unserer eigenen Verantwortung. Niemand kann uns das abnehmen. Darauf weist uns in aller Deutlichkeit der Schluss des Gleichnisses hin. Die törichten Jungfrauen, die nicht mit einer ausreichenden Menge Öl vorgesorgt haben, können sich keines von den klugen Jungfrauen nehmen. Und sie schaffen es auch nicht, sich noch rechtzeitig welches bei den Händlern zu besorgen. Sie haben den richtigen Zeitpunkt verpasst und finden darum keinen Einlass in den Hochzeitssaal. Dieser Schluss ist hart und will so gar nicht zu unserer Vorstellung von einem guten Gott passen, der doch jedem immer wieder eine neue Chance gibt. Aber es ist nun einmal so, dass es für manche Dinge die richtige Zeit gibt. Und wenn die verstrichen ist, dann kommt sie auch nicht wieder. Manche Dinge kann man einfach nicht nachholen. Wenn ich mich nie um meinen Glauben kümmere, worauf soll ich dann in schwierigen Zeiten zurückgreifen? Lassen wir uns also von den 5 klugen Jungfrauen inspirieren, die sich gut ausrüsten und darum am Ende mit dem Bräutigam in den Festsaal einziehen. Sorgen wir uns bei Zeiten und immer wieder aufs Neue gut für uns und unseren Glauben. Das wäre klug, auch im Sinne der Weisheit, um die wir uns bemühen sollen. Auf diesen Vorrat können wir bauen, wenn uns einmal die Puste ausgeht, wenn wir müde werden, wenn schwierige Zeiten kommen, wenn Glaubenszweifel an uns nagen. Aus diesem Vorrat können wir, selbst wenn wir einmal ausbrennen sollten, neue Funken schlagen und die Flamme unseres Glaubens, das Feuer unserer Tatkraft neu entfachen. So können wir immer wieder anknüpfen an das, wozu wir einmal aufgebrochen sind, und unsere Aufgabe erfüllen, nämlich mitzuarbeiten an einer gerechteren Welt. Denn am Horizont, liebe Brüder und Schwestern,
steht die Verheißung vom großen Hochzeitsfest, dass die heilvolle Herrschaft Gottes einmal vollends Wirklichkeit wird. Und ich glaube, auf dieses rauschende Fest dürfen wir uns freuen. Wenn wir nun im Fürbittgebet an andere Menschen denken, dann verleihen wir damit unserer Zuversicht Ausdruck, dass Gott mit seinem Beistand jede Dunkelheit um uns herum und auch in unseren Herzen erhellen will. Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause, lade ich ein, sich dafür eine Kerze und Streichhölzer bereitzulegen. Wir beten für alle Menschen, die sich engagiert für andere einsetzen und dabei leicht sich selbst und ihre Bedürfnisse vergessen. Du, unser Gott, sei uns Licht in der Dunkelheit. Wir beten für diejenigen, die ihre Tatkraft verloren haben, die durch Überlastung krank geworden sind und keinen Lebensmut mehr haben. Du, unser Gott, sei uns Licht in der Dunkelheit. Wir beten für alle, deren Glaube erlahmt ist und die von Zweifeln geplagt werden. Du, unser Gott, sei uns Licht in der Dunkelheit. Wir beten für Menschen in schwierigen Lebensumständen, in Krankheit und Gebrechlichkeit, in Trauer und seelischer Not. Du, unser Gott, sei uns Licht in der Dunkelheit. Wir beten für unsere Verstorbenen, die uns den Weg durch das Dunkel des Todes hinein in dein Licht vorausgegangen sind. Du, unser Gott, sei uns Licht in der Dunkelheit. Wir beten für all diejenigen Menschen und Anliegen, die uns persönlich am Herzen liegen. Wenn Sie möchten, können Sie dazu nun zu Hause Ihre eigene Kerze anzünden. Du, unser Gott, sei uns Licht in der Dunkelheit. Ja, guter Gott, du bist unser Licht in der Dunkelheit und entflammst uns, damit auch wir hell leuchten und füreinander strahlen können. Darauf vertrauen wir im Glauben an Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Fassen wir nun alles das, was uns bewegt, noch einmal zusammen in dem Gebet, das Jesus uns hinterlassen hat und das uns ganz besonders an diesem Sonntag mit allen Christen und Christinnen auf der ganzen Welt verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause, nun wünsche ich Ihnen allen am Ende unserer Feier, gerade in dieser dunkler werdenden Jahreszeit, viele lichtvolle Momente.
dass sie die Muße finden, ihre inneren Glaubensvorräte und Kraftreserven immer wieder aufzufüllen, damit sie leuchten und strahlen und zu Lichtbringern auch für andere werden können. Dazu befähige und stärke uns unser guter Gott mit seinem Segen, der Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist. Amen. Lasst uns gehen in seinem Frieden.